Supta Baddha Kona Matsyasana ist der Fisch im liegenden, gebundenen Winkel. Lege dich auf den Rücken, gib die Fußsohlen zusammen, die Knie nach außen, gib erst die Ellbogen auf den Boden, hebe Bauch und Brust hoch, bringe den Kopf auf den Scheitel und wenn du magst, hebe dann auch die Ellbogen hoch, gib die Hände auf die Oberschenkel oder Knie und so kannst du durchaus kräftig mit den Händen die Knie noch weiter nach unten drücken. Und so entwickelst du gleichzeitig die rückbeugende Flexibilität und die Hüftflexibilität, so wichtig für einen guten Lotus Padmasana. Raffaela und Sukadev und Durgadas hinter der Kamera danken dir fürs Zuschauen, vielleicht sogar fürs Mitmachen. Schreibe doch in die Kommentare, wie es dir mit dieser Variation von Matsyasana geht. Und wenn es dir gefallen hat, danken wir immer für Daumen hoch, gefällt mir oder das Teilen der Sendung. Und auch wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du auch auf Gefällt mir nicht klicken. Auch das gibt uns Hinweise.